Hallo ihr Lieben, ich bin Eski vom Zentrum der Gesundheit. Heute spreche ich mit euch über ein Thema, das von den meisten Menschen viel zu wenig Beachtung bekommt, und zwar den Darm. Genauer gesagt geht es um den Aufbau der Darmflora. Je gesünder unser Darm ist, desto weniger anfällig ist er für Krankheiten. Deshalb ist die Darmgesundheit aus ganzheitlich-gesundheitlicher Sicht nicht wegzudenken. Wir kennen das alle, wenn man Antibiotika genommen hat, muss man danach spätestens sich um den Aufbau der Darmflora kümmern. Wie das nun genau geht, was du dazu benötigst und wie lange es dauert, zeige ich dir in diesem Video. Damit wir wissen, warum wir uns überhaupt um unseren Darm kümmern sollten, müssen wir verstehen, was die Darmflora zunächst mal ist. Die Darmflora beschreibt die Gesamtheit aller Mikroorganismen in unserem Darm, das heißt die guten Darmbakterien sowie die schädlichen Bakterien und Pilze. Wenn du zum Beispiel zu viele von den schlechten Darmbakterien hast, dann ist deine Darmflora gestört. Man könnte jetzt sagen, naja, egal, dann ist mein Darm halt nicht so perfekt. Aber das wäre fatal, denn eine gesunde Darmflora ist Voraussetzung für gute Gesundheit und Wohlergehen. Wenn der Darm krank ist, dann ist der Mensch krank. Nicht umsonst gibt es dieses Sprichwort, dass der Tod im Darm sitzt. Es gibt kaum eine chronische Krankheit, die nicht mit einer beschädigten Darmflora in Verbindung gebracht werden kann. Selbst psychische Beschwerden sind dabei nicht ausgeschlossen. Auch wenn es also so scheint, als hätte die Krankheit nichts mit dem Darm zu tun, so ist oft das Gegenteil der Fall. Es ist völlig egal, welche Krankheit. Wenn der Darm nicht gesund ist, kann keine Heilung passieren. Warum ist die Darmflora nun so wichtig für unsere Gesundheit? Die Darmflora erfüllt wichtige Funktionen in unserem Körper. Zu diesen Aufgaben gehören folgende Punkte. Punkt 1. Wenn die Darmflora gesund ist, kann sie die Darmschleimhaut so schützen, dass giftige Abbauprodukte oder unverdaute Partikel nicht in unseren Organismus gelangen und dort zu Schäden führen wie Allergien, Autoimmunreaktionen oder Infektionen. Zweitens. Die Darmflora ist wichtig für die Verstoffwechselung der Nahrung. Wenn die Darmflora nicht gesund ist, können Nährstoffe nicht optimal verwertet werden. Drittens, die Abwehr krankheitserregender Keime passiert, indem die guten Bakterien die Darmschleimhaut sehr eng besiedeln. Viertens, die Darmflora steht in enger Beziehung zum Gehirn, was wiederum bedeutet, dass die Entstehung psychischer Erkrankungen gefördert werden kann, wenn die Darmschleimhaut beeinträchtigt ist. Wissenschaftler nennen den Darm gerne auch das zweite Gehirn, da sich dort im entrinalen Nervensystem 100 bis 200 Millionen Nervenzellen befinden. Der letzte, aber fast wichtigste Punkt ist, dass das Immunsystem und die Darmgesundheit stark miteinander interagieren. Das erworbene wie auch das angeborene Immunsystem ist immer abhängig vom Zustand der Darmflora. Unser Immunsystem sitzt zu 80% im Darm. Falls du mehr Infos möchtest zu den Aufgabenbereichen der Darmflora, kannst du einfach den unten stehenden Link anklicken und dich dort weiter einlesen. So. Nun kennst du die Aufgaben der Darmflora. Wie kann es aber überhaupt dazu kommen, dass dieser gestört wird? Heutzutage gibt es sehr viele Einflüsse, die zu massiven Störungen der Darmflora beitragen können. Dazu gehört zum einen eine ungesunde Ernährung, das heißt zu viel Zucker, zu viel Salz, zu viel Fett, zu wenig Vitalstoffe oder Ballaststoffe, Alkohol, Zigaretten und andere Drogen, Medikamente wie Antibiotika, Cortison oder Entzündungshemmer wie Ibuprofen, Triclosan, eine Chemikalie, die in Kosmetika, Cremes, Desinfektionsmitteln und sogar Zahnpasta vorkommt, Pestizidrückstände aus der Nahrung, Stress und Bewegungsmangel. Forscher können längst belegen, dass die körpereigene Abwehr bei beschädigter Darmflora geschwächt ist. Es herrscht dann sozusagen Tag der offenen Tür für Pilze, Parasiten, Viren und Bakterien. Das wiederum bedeutet Gefahr für die Darmschleimhaut. Sie wird angreifbar und schädliche Substanzen führen zu Schleimhautschäden, dem sogenannten Leaky Gut-Syndrom. Beim Leaky Gut-Syndrom wird die Darmschleimhaut undicht, sodass Bakterien, Viren oder unvollständig verdaute Partikel in den Blutkreislauf gelangen, was wiederum starke Reaktionen des Immunsystems hervorruft und in Autoimmunreaktionen und Allergien münden kann. Du siehst also, welche weitreichenden Folgen eine gestörte Darmflora haben kann. Der ganze Organismus wird anfälliger für Störungen jeglicher Art. Wenn man wirklich gesund sein oder werden möchte, ist es elementar, die Darmflora gesund zu halten oder wieder aufzubauen. Für den Aufbau der Darmflora braucht es ein Probiotikum. Probiotika sind Präparate, die verschiedene probiotische, also für unseren Darm nützliche Bakterienstämme enthalten. Es gibt sie in Kapselform oder Pulverform und sie werden kurweise eingenommen, um die Darmflora aufzubauen. Viele Probiotika enthalten nur wenige Bakterienstämme.
Da jeder Bakterienstamm jedoch ganz spezifische Wirkungen und Eigenschaften hat, ist es wirksamer, wenn man ein Präparat zu sich nimmt, das mehr als 10 Bakterienstämme enthält. Es ist also sehr wichtig, gute Präparate zu nutzen. Im unten stehenden Link findest du die richtigen Probiotika und eine Anleitung, wie du deine Darmflora in 4 Wochen wieder aufbauen kannst. Wie lange so ein Aufbau jedoch dauert, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, weil die Ausgangssituation bei jedem von uns anders ist. Eine Person mit einer chronischen Krankheit wird länger brauchen als eine Person mit einer leichten Störung der Darmflora. Wenn die Präparate nach 4 Wochen aufgebraucht sind, kann man sie natürlich bei Bedarf länger anwenden. Hier ist es wirklich wichtig, dass du dich auf deinen Körper achtest. Tu das, was dein Körper braucht. Darmflora aufbauen und gleichzeitig eine Darmreinigung? Bei vielen Menschen nützt die Einnahme von Probiotika alleine leider nicht mehr viel, da der Darm schon zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde. Da wäre es natürlich sinnvoll, eine komplette Darmsanierung zu machen. Eine Darmsanierung bedeutet, dass man den Darm entgiftet und reinigt. Die ganzen Ablagerungen, Giftstoffe und unverdaute Partikel, verhärteter Kot werden alle ausgeschieden. Und somit wird den schädlichen Darmbakterien die Lebensgrundlage genommen. Mit einer kompletten Darmsanierung wird die Darmperistaltik reguliert, die Darmschleimhaut regeneriert und der pH-Wert im Darm wieder normalisiert. Zu einer Darmsanierung gehören noch 2 wichtige weitere Komponenten. Zum einen ist das die Einnahme von Mineralerde, also Bentonit und Zeolit, und das Einnehmen von Flohsamenschalenpulver. Bentonit und Zeolit binden Giftstoffe an sich und verhindern so, dass diese vom Darm in den Blutkreislauf gelangen. Flohsamenschalenpulver wirkt wie ein Ballaststoff im Körper, quillt um ein Vielfaches auf und reinigt die Darmwände wie ein Besen. Für weitere Infos, wie du deine Darmflora aufbauen kannst oder eventuell sogar eine komplette Darmsanierung durchführen möchtest, benutze einfach den unten stehenden Link. Falls dir das Video gefallen hat und du gerne mehr davon sehen möchtest, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Bis bald!